Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch erklären, wie ihr RTX, CLSS und Nvidia Reflex für Fortnite aktivieren könnt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt auch gerne das Video und schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Ganze erstmal in-game an. Und zwar, falls ihr noch nicht mitbekommen habt, gab es tatsächlich gestern ein kleines Update und damit haben wir letztendlich die Funktionen zu Raytracing erhalten. Das Ganze ist zurzeit natürlich nur auf den Nvidia RTX Grafikkarten der 2000er und 3000er Reihe erhältlich. Als erstes werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr das Ganze freischalten könnt, denn wenn ihr ganz normal jetzt einfach in Fortnite reingeht, werden das wahrscheinlich viele letztendlich noch nicht sehen können und dementsprechend wundert euch nicht, denn es gibt dazu ein paar Dinge, die man als erstes beachten muss. Dazu hat der Epic Games auch einen kleinen Post hier auf der Website geschrieben, wo die einmal die Mindestanforderungen und die empfohlenen Systemanforderungen gemacht haben. Als erstes ist ganz wichtig, dass man in Fortnite DirectX 12 aktiviert hat, dann braucht man mindestens mal eine 4-Kern-CPU, sollte jeder auf jeden Fall haben. Dann brauchen wir, wie gesagt, eine RTX-GPU, ab einer 2060 geht dort alles. Dann braucht man zusätzlich dazu auch noch den neuesten Treiber, also Version 450.00 oder besser. Um das Ganze abzudaten, müsst ihr einmal nach GeForce Experience auf eurem PC suchen, das Ganze einmal öffnen, dann müsst ihr einmal auf der linken Seite auf Driver klicken und dann einmal Check for Updates machen. Bei mir ist jetzt natürlich nichts, weil ich das vorhin schon letztendlich aktualisiert hatte. Die neueste Version ist jetzt die 456.38. Wahrscheinlich wird bei euch da häufig etwas älteres stehen. Dort würde ich aber euch auf jeden Fall empfehlen, update das Ganze. Generell empfiehlt es sich auch immer, das Ganze zu updaten, da man so die besten FPS letztendlich bekommt. Das ist natürlich nicht die einzige Voraussetzung, die ihr braucht, denn ihr braucht zusätzlich dazu auch noch die Windows 10 Version 19.03 oder eben halt neuer. Das heißt mindestens mal das Mai 2019 Update. Wenn das Ganze jetzt letztendlich in eurem PC habt, alles aktualisiert habt, dann könnt ihr das letztendlich auch in Fortnite spielen. Dementsprechend, wenn ihr dann in eure Fortnite-Settings geht, werdet ihr das dort freigeschaltet haben. Das Einzige, was man noch machen muss, ist einmal in die Fortnite-Settings reinzugehen, dort einmal Raytracing auf On klicken, dann einmal das Game restarten und dann kann man hier noch die einzelnen Features von Raytracing einschalten. Einmal haben wir hier die Schatten, das heißt, dadurch werden die Schatten besser berechnet. Dann haben wir einmal die Reflexion, dann haben wir als nächstes einmal Ambient Occlusion und dann gibt es hier noch einmal das Feature Global Illumination, was so die ganze Beleuchtungseffekte auch nochmal verbessert. Zusätzlich habe ich noch DLSS aktiviert. DLSS bedeutet eigentlich nur Deep Learning Super Sampling. Das Ganze ist ein Feature, womit das Game nur für... Und das Ganze bringt einem logischerweise natürlich extrem viel FPS, weil so eben halt wirklich nur die Hälfte der Pixel irgendwie gerendert werden müssen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal in Fortnite an. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings mal die extra RTX-Map an, die dafür jetzt vorgestellt wurde. Und darin kann man eben halt sich das Ganze ein bisschen besser anschauen. Aber ihr seht hier auf jeden Fall schon mal, dass es deutlich besser aussieht. Ein Feature, was man natürlich definitiv aktivieren muss, um das Ganze auch wirklich gut zu sehen, sind einmal die Schatten und ich kann im gleichen Zug auch einmal Effekte und alles generell auf Epic stellen, damit man eben halt wirklich alle Effekte sieht, weil sich da natürlich das Ganze von den normalen Settings manchmal immer ein bisschen ausschließt. Jetzt sieht man auf jeden Fall schon, die FPS droppen noch weiter, aber hier kann man auf jeden Fall schon sehen, das ganze Wasser sieht ein bisschen besser aus, die grünen Lichter spiegeln sich hier richtig schön drin. In diesen Seiten spiegelt oder reflektiert das Ganze jemand richtig, hier spiegelt sich immer nicht nur, wenn man hier hochgeht an den Geländern, spiegelt sich auch alles. In den Fensterscheiben spiegelt sich alles. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Das ist alles in Realtime berechnet. Wenn man hier reingeht, sehen die ganzen Beleuchtungseffekte auch deutlich besser aus. Und hier in dieser Map kann man sich dann eben mal nochmal die ganzen einzelnen Dinge ein bisschen besser anschauen. Beispielsweise kann man hier einmal zu diesem Schwert gehen und hier hat man dann beispielsweise ein Beispiel für die Ambient Occlusion. Dort kann man beispielsweise die Münze durch den Busch sehen, was auf jeden Fall ganz praktisch ist. Allerdings bietet das einem kaum Vorteil im Real Game, weil immer so wirklich so viel FPS dadurch gezogen werden. Ansonsten sieht man auf jeden Fall, die Beleuchtungseffekte sind alle ein bisschen realistischer. Es sieht ein bisschen schöner aus, allerdings macht das jetzt in Fortnite tatsächlich nicht die krassesten Unterschiede, also ihr müsst jetzt nicht erwarten, dass dadurch das Game wirklich super, super krass aussieht oder so und ich glaube, ihr habt mittlerweile auch schon das meiste von den RTX-Features gesehen, man kennt das Ganze ja mittlerweile und ansonsten schaut es euch in-game an, schaut bei irgendwelchen anderen Videos vorbei, aber ich glaube wirklich weiter muss ich das Ganze jetzt nicht zeigen. Das, was deutlich interessanter hierbei ist, ist eben halt das DLSS-Feature. Wie gesagt, das kann man eben halt auch aktivieren,
ohne gleichzeitig RTX aktiviert zu haben. Ich mache jetzt hier mal die ganzen RTX-Effekte aus, allerdings Raytracing selbst sozusagen noch an, ist allerdings immer dadurch aus, dass die ganzen anderen Features deaktiviert wurden. Und dann gehe ich mal wieder auf meine Classic-Settings, mit denen ich sonst immer spiele. Und ich spiele eben mal DLSS auf Performance-Mode. Und da sieht man auf jeden Fall schon mal, dass man wirklich wieder richtig brutale FPS dadurch erhalten kann. Und so sieht das Ganze schon mal deutlich besser aus. DLSS fühlt sich tatsächlich auch ein bisschen schneller bzw. flüssiger an als so, wenn man DLSS aus hat, obwohl es eben halt am Ende bei mir tatsächlich nur relativ ähnliche FPS gibt, dadurch, dass meine CPU eben halt limitiert, aber gerade wenn ihr eine sehr, sehr starke CPU habt und hauptsächlich im Grafikkartenlimit hängt, dann wird DLSS euch auf jeden Fall auch weiterhelfen. Schaut einfach, wie es ist ohne DLSS, schaut, wie es ist mit DLSS. Ich kann euch da jetzt keine generelle Aussage zu geben, da ich immer nur weiß, wie es mit der 2070 Super und einem Ryzen 7 2700 ist, und dort bringt es auf jeden Fall vielleicht so 10 FPS. Dann gibt es allerdings eben halt auch, wie gesagt, noch ein weiteres Feature, und zwar Nvidia Reflex, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Feature. Dort würde ich euch immer empfehlen, das OnePlus Boost Feature zu benutzen. Das ist tatsächlich auch auf so ziemlich allen Grafikkarten verfügbar, zumindest von Nvidia bis zur 900er Serie tatsächlich. Und wenn ihr das Ganze angeschaltet habt, könnt ihr zusätzlich auch einmal hier den Latency Flash aktivieren und die Latency Markers dann. Damit könnt ihr identifizieren eben halt, wie gut eure Latency ist, und dann müsst ihr nochmal in eure HUD Settings gehen und Latency Debug Stats auf On schalten. Das Ganze einmal annehmen, und dann seht ihr eben halt oben links einmal eure Latenz, das was eben halt links neben dem Ping ist, und dort seht ihr eben halt am obersten einmal die gesamte Latenz, die ihr habt. Bei mir sind das jetzt so 10 Millisekunden. Umso geringer das Ganze ist, desto besser ist das. Beeinflusst wird es eben halt durch eure Monitor Refresh Rate, das heißt, wenn ihr einen 240 Hertz Monitor habt, wird eine geringere Zahl stehen, als wenn ihr einen 144 Hertz Monitor habt. Wenn ihr mehr FPS bekommt, wird das Ganze auch besser werden, und generell umso besser euer ganzes System optimiert ist, umso weniger irgendwelche Hintergrundprogramme stören, desto besser werden dort auf jeden Fall eure Zahlen sein. Dementsprechend ist es eben halt letztendlich besser, wenn man vielleicht eher auf 144 FPS spielt, dann dort eben eine wirklich gute Zahl hat, denn dann ist es eben halt so, wenn man sich bewegt, dass dann eben halt wirklich alles genau übertragen wird und man kein Delay hat. Und ich habe das Gefühl, so mit den letzten Updates und gerade eben halt jetzt mit Nvidia Reflex On ist das deutlich besser geworden. Wie gesagt, auch durch DLSS habe ich so das Gefühl, dass dort so ein bisschen das Ganze runtergegangen ist, und es fühlt sich wirklich alles sehr, sehr instant an, ohne ein Delay. Wenn ich meine Maus bewege, dann geht das wirklich instant hin, also ich sehe wirklich oder kann eigentlich kaum etwas erkennen. Dann könnt ihr auch immer auf Linksklick machen, dann geht auf der linken Seite immer so ein weißer Kasten, der hilft im Prinzip nochmal dem Ganzen, das Ganze zu erkennen, wie groß nochmal die Latenz wirklich ist. Könnt ihr natürlich ausschalten, wenn das nicht mehr braucht, hätte ich generell im Normal Game immer ausgeschaltet. Probiert damit, wie gesagt, gerne ein bisschen rum mit RTX, mit DLSS und mit Nvidia Reflex. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in den Kommentare, und dann bis zum nächsten Video. Ciao.